Moin und herzlich willkommen. In Taumoto wird bei den Maori gerade der Kolossos gebaut, nachdem der große Leuchtturm schon erbaut worden ist. Wollen wir nun weitere Seewunder in die Höhe strecken lassen? ja, wir sind dabei, unser Reich weiter auszudehnen. Sind sowohl wissenschaftlich als auch kulturell schon ziemlich gut dabei. Sind nur noch 5 Techs hinter Dido zurück. Und auch was die Kultur angeht, ja, werden wir bald die Spitze ergreifen. Sind dabei, uns auch auszudehnen. Der Glauben wird momentan für Isidor von Miletus gespart. Wir kriegen ja eh wieder ein goldes Zeitalter und dann können wir da noch ein drittes Mal Monumentalität wählen. Was ja den Vorteil hat, dass wir einfach keine Siedler bauen müssen. Und wie ihr seht, ich habe eine Menge Siedlung geplant. So, wir haben das Papier und wir haben Medieval Fairs. Das führt dazu, wollen wir hier was ändern? Nein. Wollen hier nichts ändern. Was wir ändern wollen, ist, dass wir Suzerän zuerst von Valletta werden. Ui, dadurch haben wir noch mal einen weiteren Stadtstaat entdeckt, Kelania. Kelania gibt uns mehr Glauben von großen Kunstwerken und mehr Kultur von großen Schriftwerken. Auch interessant, aber jetzt erstmal nicht relevant. Dann ist dort oben ein neues Barbarencamp entstanden. Da könnten wir uns Man at Arms holen. Ich denke, unser Tor wird genügen. Wobei. Ach komm, wir haben das Gold. Hole ich mir hier mal ein. Der kann hier auch direkt hin. Und das dann zerstören. Holen jetzt hier die Pasture. Dann wollte ich mich hier einmal Mittelaltermauern sichern. Das hätte uns doch den Boot für Estates geben müssen, oder? Ah ne, zweimal Mittelaltermauern. Okay. Ich habe noch nirgendwo antike Mauern. Dann gehe ich hier mal rein. Zack, da ist Estates. Da sind die zwei Gesandten in Ainuk. Durch das wir hoffentlich dann mehr Produktion von unseren City Centern bekommen. Das können wir auch dann gleich erforschen. Und dann in Richtung Humanismus gehen. Hier haben wir einen Handwerker. Dann, ja, hier wachsen wir weiter. Das ist gut. Werden jetzt den Mais 259 Gold dafür. Raiden wir den. Ah, ich wollte ihn nicht raiden. Ich wollte ihn zerstören. Egal. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Kill. Irgendwie. Das Barbcamp, das komplett umzingelt ist. Hier holen wir uns nächste Runde das Tribal Village. Das sieht doch solide aus. 36 Runden für Yui. Ich hoffe, es wird gleich besser. Bordeaux gehört jetzt zu Indien, okay. Tja, unseren Tor schicke ich schon mal hier oben hin. Weiter. Weiß ich gar nicht so richtig. Doch, warte mal. Ich habe eine Idee. Und zwar schicke ich den mal dorthin. Wir kaufen uns die beiden Felder. Ich habe ja noch ein bisschen was vor. So ein Aquädukt hin. Hier der Hafen, aber erstmal zu Ende natürlich gebaut werden. So. Können den nächsten Bezirk hier bauen. Ich glaube, das Einzige, was Sinn ergibt, ist das Preserve. Die Frage ist, auf welchem dieser beiden Felder? Eigentlich ist es komplett egal, oder? Warte mal. Das ist aber aktuell das schlechtere Feld. Dann bauen wir es hier. Dafür bräuchten wir 10 Runden. Okay. Gibt es irgendwelche anderen Dinge, die wir vorziehen sollten? Die Arena. Ich
Ich glaube, die kaufe ich mir einfach, ehrlich gesagt. Und so. Dann in einer Runde wollen wir auch eh hier mit dem Bau von Kilba beginnen. Das heißt, ich werde mal den Handwerker mir holen. Wir haben unseren ersten Spion. Gibt es irgendwelche Commercial Hubs in Delhi? Oder in Quebec? Okay, wir versuchen mal in Delhi Gold zu stehlen. Und mit dem Rest der Bande werden wir Freundschaften schließen. Und ich sollte mal über Allianzen nachdenken. Hui, das habe ich ein bisschen verschwitzt. Ja, da machen wir mit Daido eine Research Alliance. Ich hatte kurz überlegt, ob ich überhaupt mit ihr eine Allianz machen will, weil ich später gerne Bordeaux befreien würde, aber das gehört ja jetzt auch zu Indien und gar nicht zu ihr. Mit Wilfried. Ich möchte eine kulturelle Allianz vermeiden. Von daher denke ich, mit Gilgamesch würde ich gerne eine Militärallianz haben. Mit Christina. Wer ist denn am nächsten an uns überhaupt dran? Ich glaube, das ist Christina, ne? Ja, quasi schon. Dann werden wir mit ihr die Wirtschaftsallianz machen. Und mit Wilfried die religiöse Allianz. Vielleicht noch ein bisschen was anderes rausschlagen können. Die Frage ist, möchte ich mit Deutschland dann eine kulturelle Allianz starten? Ich habe ein bisschen Angst, dass er mich dann zusiedelt. Ich lasse es lieber. So, wir holen uns das hier. Das war leider nur Experience. Dann haben wir hier die Grow fertiggestellt. Kriegen davon auch schon ein paar gute Felder ab. Das ist sehr schön. Dann, ja, können wir einfach mit dem Kornspeicher weitermachen. Und wir haben einen weiteren Titel hier. Tja. Kann mir vorstellen, dass langfristig Moksha wäre ganz gut für den weiteren Druck auch. Ja, wir holen uns erstmal Moksha. Gibt uns nämlich jetzt schon so ein bisschen Glauben. Werde ich einfach mal in diese Stadt bringen. Und dann können wir mal gucken, ob wir dann auch spaßige Sachen mit seinen weiteren Fähigkeiten machen. Das passt soweit. Wir müssen weiter Glauben sparen. Okay. Wir jetzt aber sind bald dabei, unsere, na, wie heißt das, unseren ersten Industriebezirk zu setzen. Das wird gut werden. Und ja, weiter geht's im Text. Der nächste Clan wurde zerstört. Hier wird es wahrscheinlich auch soweit kommen, ja. Easy. Aber sofort der nächste entsteht. Das ist das Schöne, wir haben gerade relativ gute Kontrolle darüber, wann Clans entstehen und wann es nicht. Hier Pferde. Du greifst dort an. Da. Naja, da können wir nicht viel machen. Können wir auch nicht so viel machen. Okay. Kaufen wir noch mal ein bisschen Ember. Und ja, was ist der nächste Plan? Ritter Armories. Das haben wir eh schon quasi. Ich glaube, wir gehen quasi echt wirklich erstmal das nachmachen, was wir eh schon haben. Was wir noch brauchen, meine ich. Tja, jetzt ist die Überlegung, ob es das wert ist. Gain faith equal 25% of the construction cost and finishing buildings. Oder ob wir uns jetzt eher breiter aufstellen. Wo habe ich denn meinen besten Hafen? Da ist schon mal plus 5.
Das ist schon ziemlich gut. Ja, ich glaube, ich werde mir eher Rayna holen. Und sie nach Kayapoi bringen. Und Policies ändern wollen wir auch noch nicht. Das passt alles so, wie es ist. Du sollst dort angreifen. Da warten wir noch aufs Wachstum. Geh weiter. Du reist jetzt mal dorthin. Oh, wir gehen in die nächste Runde. So, habe ich irgendwie Sichtweite hier verloren? Achso, weil die Galeere weitergefahren ist. Ja, auf diesem Kontinent ist alles ein bisschen eng. Huch. Naja, ist dann so. So, das wurde zerstört. Alles klar. Hier können wir dorthin ziehen. Zack, zack, zack. Nächster Barbarenclan hier unten. Aber hier haben wir ja unsere ein paar Einheiten. Was zumindest schon mal ganz gut ist. Unsere Galeere. Und unsere Quadrireme, genau. Ja, den Wald werde ich hier entfernen. Dann können wir uns nämlich die Handelsroute kaufen. Und ja, glaube ich, den Kornspeicher. Und kaufen uns hier die Handelsroute. Handel dann nächste Runde mit Auckland, werden dort zu zerreden. Der Plan geht auch perfekt auf. Hier haben wir das Fischerboot. Ich irgendwo, ich habe keinen weiteren Theaterplatz im Bau, ne? Der nächste Theaterplatz wäre wahrscheinlich hier in zwei Runden. Dann As nehmen a wir young einfach boy. das hier schon mal mit. Und ja, jetzt ist der Moment gekommen. Wir brechen das Preserve mal ab. Denn ich möchte Kilwa bauen. Wenn den Regenwald entfernen. Kilwa nun immerhin eine Runde schneller bauen. Zack. Dann werden wir hier die Ressourcen entfernen. Damm natürlich platzieren. Den Industriebezirk platzieren und den Preis schon mal einzuloggen, aber den Hafen fertig bauen. Hier können wir noch ein paar Ressourcen verkaufen. Muss ich mal gucken. Habe ich irgendwas, was ich unbedingt kaufen möchte? Außer jetzt eventuell Handwerker. Nee. Das passt, das passt, das passt. In vier Runden ist auch hier die nächste Handelsroute fertig. Das ist schon mal wichtig. Aber wir können das auch mal beschleunigen. Ach, wozu gehörte das denn? Ah, das gehörte hier hin. Naja, auch okay. Dann haben wir ein bisschen Yui beschleunigt. Dann würde ich sagen, machen wir da weiter. Ja, mal sehen. Yui wäre schon ziemlich cool. Ich glaube, das sind fünf Annehmlichkeiten. Gibt uns auch immer Produktion auf diesen Feldern, zusammen mit Auckland vor allem. Definitiv hilfreich. So. Lumber Mills sind jetzt ein bisschen besser geworden. Nicht super wichtig für uns Maori. Hier werde ich mal einmal warten. Hier, na gut, ich glaube, ich werde das einfach entfernen. Dann wachsen wir. Das passt soweit alles. Joa. Hier ist die Frage. Ich meine, gerade ist es eh noch nicht so so wichtig mit dem Appeal und die beiden Felder sind damit ja auch nicht verbunden. Ich glaube, da können wir deshalb die Mine setzen. Und dann werde ich hier den Hafen als nächstes bauen. Müssen wir mal sehen, das sollen später sicherlich Seaside Resorts werden. Denke ich, ziehe mich mal hier so weit zurück. Da reisen wir nach vorne. Hier handeln wir natürlich mit Auckland. Boom. Damit sind wir dort zu zerreden und haben eine Menge mehr an Produktion. 16 Runden sind jetzt auch nur noch von Kilwa.
Ja, hier sind wir auch von 28 oder auf 28, 27 runter. Naja. Du reist dann nochmal dorthin. Zweites Werk. Hier können wir schon mal das entfernen, wo wir eh Bezirke bauen. Pikeman. Das ist natürlich schmerzhaft. Ich weiß gerade gar nicht. Habe ich keine Galeere mehr in der Nähe? Nee, ne? Nächste Galeere ist hier. Vielleicht kaufe ich mir nochmal schnell eine. Arms. Irgendwo kann ich mir eine kaufen. Hallo? Ah ja, hier wahrscheinlich selbst. Ja. Ah, wir kommen hier doch raus. Ich war schon so kurz, war der Gedanke da, was soll das denn? Aber wir kriegen es ja hin. Gut, gleich können wir uns dort die nächste Handelsroute sichern. Die nächsten Camps entstehen und entstehen. Wir haben Gilden. Das gibt uns die Möglichkeit, Crafts mit zu nutzen. Gut, hier waren wir drauf. Das heißt, da können wir einmal angreifen, Beförderung uns holen. Das ist alles soweit fertig. Dann zieh du dich mal hier hin zurück erstmal. Ah, da oben kannst du noch was machen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in Richtung diplomatischer Service. Und hier wären auch schon Wasserparks. Bau zwei Karavellen. Haben wir denn Karavellen überhaupt schon erforscht? Nee. Joa, mein Gott. Dann kommt Harbormaster für Rayna. Du wartest dort. Hier können wir angreifen. Zweimal. Du solltest nicht angreifen. warte mal lieber. Dann haben wir hier eigentlich eine Triademine. Es gibt gutes Gold. Genauso wie der Bernstein. Tatsächlich können wir sogar nochmal günstig diplomatische Gunst einkaufen und dann wieder teuer verkaufen. Diesmal in Gandhi, sehr schön. Verteilen es auch gut an sich. Zumindest an die Top 3 hier. Ja, dann machen wir weiter. Entfernen hier den Regenwald. Holen uns. Ein Handwerker, sehr cool. Können wir denn mit dem mal machen? Ich glaube, der bleibt erstmal hier. Keine Ahnung, was ich jetzt damit machen soll. Holen uns den Leuchtturm und dann müssen wir mal überlegen. Ich glaube, es gibt keine City-States mehr. Gehe ich schon auf den Bonus von den Handelsrouten? Lass mich kurz überlegen. Ich meine, wir kriegen schon Touristen. So ist es nicht. Wir haben schon drei Touristen. Ist die Frage, kann ich... könnte mit Schweden handeln. Dann hätte ich schon mal ein paar mehr Touristen, ne? Ja, machen wir das doch. Ist ja auch ein Alliierter. Dann holen wir uns hier die heilige Stätte. Ist doch der richtige Ort dafür, ne? Ja, ich glaube, ich habe es hier geplant für diese Stadt. Ich habe das in den meisten Stadtplanungen so, dass ich einen Handelsbezirk habe, meistens der Hafen, Theaterplatz, dann ein Unterhaltungsbezirk, ein Schutzgebiet und eine heilige Stätte. Bei manchen Städten war ich ein bisschen ausgiebiger bei der Planung. Wir müssen mal gucken, ob das überhaupt alles klappt. Aber ja, das ist so der grobe Plan. Mit den Städten. Ja, hier ist zum Beispiel noch, ja, irgendwie eine wilde Panama-Kanal-Stadt geplant. Die eh nicht so passieren wird. Aber hey, ja, man kann es ja versuchen. So, wir werden mal unsere Religion auswählen. Da wird, glaube ich, eh keiner für voten. Und doppelt,
Was weiß ich? Nehmen wir mal Lobster, weil wir davon ganz viel haben. Ist mir auch eigentlich relativ egal. Diplomatie-Sieg ist nicht das, woran ich Interesse habe jetzt. Mana wurde gewählt und keine Annehmlichkeiten von Wein. Das ist in Ordnung hier. Würde ich sagen, wir haben hier Battle Cry Commander. Dann hole ich mir hier mal Tortoise. Wir werden den Clan auflösen. Haben dann hier eine weitere Promotion. Bernstein verkaufen. Zack, zack, zack. Die erklären sich da wieder, wie wild den Krieg. Das hat uns nicht zu interessieren. Joa. Hier ist die Frage. Vom Appeal her ist das natürlich aktuell grauenvoll. Mal sehen, wie wir das machen. Ich werde den erstmal zurückbringen. So, die Galeere kann sich mal dort heilen. Unsere Quadrireme wird hier helfen. Das sieht doch gut aus. Glauben, da fehlt noch ein bisschen was. Oh. Oh, Imhotep ist nur noch da. Dido hat scheinbar Isidor gekauft mit Glauben. Imhotep ist. Ja. Schlechter und besser. Mit ihm hätten wir zum Beispiel den Kolossos sofort fertiggestellt. Und auch andere klassische Wunder. Ich werde ihn mir wahrscheinlich trotzdem gleich einfach kaufen. Wobei wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ja, müssen wir mal gucken, was wir mit dem machen. Ich glaube, den Reiter werde ich mal einfach hier platzieren. Dann warten wir mal, bis wir dorthin wachsen. Hier. Ich wollte doch mit allen handeln. Hallo? Ah, wir haben jetzt eine Handelsroute weniger wegen des Kongresses. Das ist schade. So, dann wollen wir doch hier hin. Ah, daran haben wir natürlich nicht gedacht. Ein nächstes Fischerboot. Die machen uns froh. So, mal gucken, ob wir den Clan noch. City-State-Conversion disabled. Ah, okay. Ich habe nämlich ja zu, bevor ich das Spiel gestartet hat, ein paar Stadtstaaten rausgenommen und jetzt gibt es nicht mehr genug. Na gut. Urban Warfare. Dann haben jetzt hier den Industriebezirk. Kann ich mir nirgendwo eine zweite Wasser, zweites Sägewerk kaufen? Gerade nicht, ne. Tja, Monster Michel, Angkor Wat. Ne, daran haben wir beiden kein Interesse. Werde ich vielleicht einmal Industrial Zone Logistics laufen lassen, damit Imhotep kleines bisschen günstiger wird. Oder ich kaufe ihn mit Gold. Wir haben so viel Gold. Ja. Ich kaufe ihn mit Gold. Fuck it. So, wäre das auch geklärt. Und dann werden wir hier mal auf die Bezirke setzen. Gut, der kann dann sich schlafen legen. Hier greifen wir natürlich an. Zack, zack. Okay, und wir haben zwei Gesandte. So. Wir haben Auckland, das war wichtig. Wir wollen eigentlich Dakar zurück. Für die großen Händler. Und ich hätte gern ein Nuke. Shanshan gibt es auch noch. Ich weiß gerade gar nicht mal, wie die getroffen haben. Die wollen eine Handelsroute. Okay. Havanna wäre auch ziemlich cool. Okay, aber ich meine, wir können jetzt zu so Zeren von Ainuk werden und von Dakar. Das ist, denke ich, besser. Und dann warten wir hier nochmal weiter. Gibt es noch was, was ich kaufen kann? Nö. Jetzt nicht direkt so Gain Sources.
Ah, wir haben wahrscheinlich durch unseren Spion jetzt kennengelernt. Ich weiß es nicht. Gut. Dann muss ich mal überlegen, gibt es irgendein Wunder, was ich mit Imhotep boosten will? Was noch vorhanden ist. Man könnte natürlich gucken, ob das Kolosseum noch da ist. Ja, hier habe ich keinen Platz dafür, aber da siehst du, das Kolosseum wäre noch da. Das wäre zum Beispiel ein Wunder, was ich mir gut vorstellen könnte, mit Imhotep zu bauen. Da müssen wir mal kurz überlegen, wo ein guter Ort ist. An sich ja hier, ne? Das heißt, vielleicht kaufen wir uns schon mal dann die beiden Felder. Und in 2 Runden können wir hier den Entertainment-Komplex setzen. Ja, ich denke, das werde ich so machen. Ansonsten gibt es noch weitere Wunder. Ich schaue das mal hier schnell nach. Warte mal, oder? Wir können es ja auch hier einfach nachschauen. Nee, ich glaube sonst nichts. Das heißt, drei Charges hat der Junge. Wir werden auf jeden Fall bei Yui helfen. Das ist klar. Und dann das Kolosseum One Turn. Oxford Universität wurde gebaut, okay. Ist zwar nicht das allerbeste Kolosseum, aber es ist ein Kolosseum. Und ich glaube, das reicht. So. Printing, Caraco, Tolerance, Mercantilism. All die schönen Boosts. Da wir Suzerain von Tangier und Gundeshapur sind. Wir können wieder unsere Gewürze verkaufen. Sehr gut. Wie sieht es eigentlich mit offenen Grenzen aus? Die muss ich mal neu aushandeln. Da verpasse ich nämlich gerade schon ein bisschen Tourismus. Mit den beiden. Gut. So, dann gehen wir hier kurz ins Wasser. Imhotep. So, zack, zack. Mit der Rehme, ein Hit hier. Dann lösen. Wir raiden den Clan. So, ein Gesandter Daro, sehr gut. Und ja, Wasserparks. Ich denke. Ich mein, Humanismus ist auch nicht schlecht. Aber hier kann ich mir vorstellen, kriegen wir den Boost. So, diplomatisches Viertel. Ich denke, ich baue das jetzt einfach mal hier, damit wir es irgendwo gebaut haben. Wo wir es bauen, ist nicht so wichtig, wie dass wir es bauen. Dann haben wir hier den Hafen fertiggestellt. Ich hätte gern einen zweiten Theaterplatz. Oder einen weiteren Theaterplatz, nicht einen zweiten. Warten wir aufs Wachstum. Dann, ach ja, ich habe jetzt meinen ganzen Glauben gar nicht ausgegeben. Das heißt, wir kaufen uns ein paar Siedler. Und siedeln wir endlich die ganzen Städte, die ich vorhatte zu siedeln. Eine Bevölkerung, die ging nach Kaviar, ein bisschen unnötig, aber hey. Kotoko-In wurde gebaut, das ist okay. Kriege wurden erklärt, das ist irrelevant momentan. Ja, so, der Clan wurde schon mal zerstört. Der nächste kommt aber. Und da ist mein Spiel abgestürzt. Sekunde. So, ich habe neu geladen. Scheinbar müssen wir die Runde wiederholen. Das ist ein bisschen schade. Gucken wir mal, ob ich noch alles so hinkriege, wie ich es geplant habe. Wir verkaufen die Gewürze. Ich glaube, ich habe eben keine Pferde verkauft, aber naja. 3 Pferde können wir loswerden. Imhotep soll dorthin. Dann hatte ich hier ja gesagt, würde ich das Kolosseum bauen. Ich weiß nicht, markiert habe ich es eben nicht. Ich habe jetzt das Gold dafür. Ich werde es einmal mal kaufen, das Feld. Wir gehen in Richtung Exploration.
Hier angreifen, dort anlösen. Auf, zack, zack. Military Science. Hier habe ich dann gesagt, bauen wir das diplomatische Viertel. Einfach damit es existiert. In Otupuhe bauen wir den Theaterplatz. Du wartest. Ah, ich habe, glaube ich, geradet und gar nicht aufgelöst. Egal. Same, same. But different. Da gehen wir mal hier rüber. Und dann gehen wir einmal in die nächste Runde. So, hier, ach ja, genau. Ein Stil, eine Population. Du kommst hier hin. Und dann haben wir die Runde auch beendet. gut. Das hat doch geklappt. Und ein weiterer Stadtstaat, den wir kennengelernt haben, Shinguetti. Das passt doch. Oh, eine Quadrireme. Ich hoffe, die killt uns nicht. Dort sind Barbaren entstanden. Okay. Die Heavy Chariot haben wir Förderung. Ich nehme mal Charge. Und Shinguetti ist dort oben. Die wollen, dass wir eine Bombarde trainieren. Wir haben noch keinen Salpeter, von daher wird es ein bisschen schwierig. Die müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir das kriegen und dann brauchen wir Bombardtech. Das wäre dort oben. Okay. In dieser Stadt, ich wage es nicht, sie auszusprechen. Kaufen wir uns die Marei. Gibt uns eine Menge Glauben und Kultur und die Möglichkeit, das nächste große Buch zu erstellen. Ja, und dann ist die Frage, was brauchen wir hier noch? Einen weiteren Spion? Nicht unbedingt. Ich baue nochmal ein Tor, damit wir den in Reserve haben. Ah, warte mal, wir kriegen gleich Landsknechte. Dann möchte ich lieber diese beiden Techs zuerst. Um eventuell ein Pakt zu bauen für Zeitalterpunkte. Hier wollten wir den Entertainment-Komplex als nächstes setzen. Dieser Tor, der kann eigentlich da oben nochmal ein bisschen erforschen, was da so ist. Ihr zieht euch dorthin wieder zurück. Du dorthin. Ja, hier warten wir. Gibt noch einige Siedlungen. Ah, Siedlungen. Oh Mann, ich vergesse es die ganze Zeit. Ich hatte eben, glaube ich, ja, eben hatte ich einen Siedler noch gekauft, aber den habe ich jetzt komplett vergessen wieder. Gut, das heißt, das muss losgehen mit den Siedlern. Bevor ich es vergesse, kaufen wir mal direkt ein. 385 Glauben. Dort unten ist der nächste Clan entstanden. Okay. Und wir haben Ferdinand Magellan. Der gibt uns 300 Gold und eine Luxusressource. Da oben ist noch ein Camp. Cool. Dann wollen wir da auch mal mit unseren beiden Einheiten hin. Ich glaube, zwei Chargen kann ich investieren. Und dann benutze ich die letzte für das Kolosseum. So, wir haben hier einen Hafen. Dann würde ich gerne Industriebezirk Damm bauen. Nicht zweimal das Aquädukt. Sehr wichtig. Soll die Stadt ihren eigenen Händler bekommen? Ach nee, wir haben ja noch einen Händler. Ba, 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 hier. Den schicke ich mal hier auch nach Whanganui. Dann haben wir Ferdinand Magellan. So. Könnten uns relativ easy Perlen holen. Ich glaube, das mache ich auch. Dann machst du hier weiter. Du wartest dort. Das passt alles. Ich werde den, glaube ich, mal fürs Upgrade rüberschicken. Zum Crossbow. Okay. Das sieht doch interessant aus. So, und dann haben wir ja ein paar Siedler geplant. Da muss ich jetzt weiter dran denken. Ein Tribal Village dort oben. Okay.
Die Galeere geht mal auf Weiterfahrt. 12 Runden noch. Uiuiui. Ich hoffe, das wird was. Ich muss, glaube ich, ein bisschen Gold sparen für die Arena, damit ich das Kolosseum dann dort platzieren kann. Den Siedler werde ich mal dorthin schicken. Dann kaufen wir uns den nächsten. Wir können Quecksilber verkaufen. Sehr gut. Naja. Dann handeln wir hier mit der Hauptstadt. Nutzen noch eine Immotet Charge. 5 Runden für Yui. Das sieht gut aus. Dann muss ich mich hier mal lang ziehen, denke ich. Wow. Sehr gute Bireme. Sehr gute Bireme von der KI. Da freut man sich doch drüber. 9 Runden für Kilva, 3 Runden für den Kolossus, 5 Runden für Yui. Uiuiui. Eine Menge los. Ich glaube, eine Runde geht noch und dann werde ich diese Folge beenden. Wir heilen mal unsere Batterie-Reme. Ich habe ja vor, kürzere Folgen zu machen. Könnt mir da auch gerne weiter ein Feedback geben, wie euch das gefällt. So, wir haben Workshops. Workshops, Workshops. Ich glaube, ich kaufe mir hier direkt ein. Führt dazu, dass wir den Entertainment-Komplex eine Runde früher haben. Ist doch super. Dann kommt Imhotep mal zurück. Dort. Der sieht, er ist ja dorthin unterwegs. Ja. Dann hätte ich gerne mein Torres statt hier oben. Ein Crossbowman hier. Das Metal Casting. Hier haben wir das diplomatische Viertel gebaut und das Konsulat ist ja richtig gut. Oh, das jetzt hätte ich es gerne in der Hauptstadt, aber da war nicht wirklich Platz dafür. Das ist ja richtig gut. So, Magellan wird aktiviert. Nochmal 300 Gold für uns. Und wir haben einen Gesandten. Ja, Havanna wäre schön. Ich meine, ich kann mal zwei Gesandte nach Shanshan schicken. Oder nach Shinguetti. Oder nach Killania. Eieiei. In Shinguetti werden wir eh keine Chance haben. Das heißt, da können wir mit der Bombarde das nutzen. Killania ist schon cool. Bei Annehmlichkeiten sind auch sehr cool. Okay, wir nehmen uns Chanchan erstmal. Da haben wir auch die Chance, Suzerain zu werden. Dann das. Und bevor ich es vergesse, noch ein Siedler. So. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt für diese Folge. Ja, ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich werde dann erstmal die ganzen Prioritätssettlements machen. Gut, von Otarapa aus gesehen ist das diese Stadt, diese Stadt. Die auch. 1, 2, 3, dann die beiden, die, diese beiden hier. Boah. Okay, ist noch eine Menge zu tun, eine Menge zu tun, eine Menge zu siedeln, aber ja, vor allem. Ainuk wird uns auch dabei helfen, ordentlich Produktion und Nahrung am Anfang zu haben. Finde ich einen sehr coolen Stadtstaat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und können hoffentlich dann auch mal ein paar dieser Pins weiter auflösen. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Euer Flo. Tschüss.